So, herzlich willkommen zurück. Im zweiten Jahr. Jetzt verkauft er neue Nutzpflanzen. Schön. Ich habe anscheinend nicht häufig genug im Winter reingeschaut. Dass er es mir gleich sagen kann. So. Siehst du. Ich habe hier ein paar Fasern übersehen. Dort, wo die Faserbüsche sind, hier wächst ja schließlich kein Foraging-Zeug. Und ja, ich nutze immer nur die englischen Worte. Er verkauft nichts Neues. Vielleicht ein bisschen Knoblauch, ja. Jess, bitte geh deiner Wege, danke.
Ja, mal kurz Lea auf meine Seite bringen. Stimmt, ich habe ja einen Fall. Allein wahrscheinlich wieder nicht fressen, aber er wird jetzt zumindest sicher das Wasser, das Gras. Weil er extra ausgelegt hat, damit es fressen.
Für einen Landesbrauer finde ich natürlich nicht eindeutig lau. Wirklich, nicht einen Deut Lauch. Also langsam nimmt unsere Hausarbeit tatsächlich ein bisschen Gestalt an. So, lass uns mal schnell weitermachen. Vergesst nicht, euch selbst zu moisturizen. Aber habe ich eigentlich noch einen Schattenhalter, ne?
Ja, der erste Lauch. Gott sei Ah, ich den Kram hier zum ersten Mal sauber zu machen, ist immer richtig bescheiden. Teilweise anstrengender als der Steinbruch. Das einzige Gute ist, du hast das Spa direkt um die Ecke. Ja, ich muss da nochmal kurz mit Groß reden. Ich fällt mir nur gerade so auf, ich habe die Fische schon durch, habe aber noch keine Iridiumalge mehr geholt.
Sag mal, Greta. Vielleicht muss ich ja von hinten rein, um mal das zu triggern. Vielleicht habe ich ja Glück und nur Mutantenkrabben. Ah, schade. Schade, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, den Mutantenkarpfen. Dieser Fisch spielt mit mir. Das ist wahrscheinlich auch der Titel vom Video letzten Endes. Nee, verkaufen.
So. Die Folge ist mal ein bisschen kürzer. Ich bin irgendwie gerade schon wieder erledigt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal.